Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft gestrandet. Vor mir ist die Kyrion. Hallo ihr Lieben. In glänzender Rüstung, das war die Rache vom letzten Mal, komm, darfst du mich nochmal hauen. Das glaubst du aber, die Rache wird bitterlich böse sein. Bitterlich böse. Wo ist unsere Hütte, in welche Richtung? In die Richtung. In die Richtung, okay. Übrigens, wir haben heute, um die Dings fortzuführen, die Tradition, die neu eingeführte. Den 3.4. Wir haben heute Donnerstag, genau. 3.4., genau. Richtig. Lieben Gruß an dieser Stelle an Eva Rosenberg. Ja, danke für die glorreiche Idee. Mal schauen, wann ich sie umsetzen werde, wann ich den armen Kerl hier, ne? In Obsidian einsperren. Genau. Sie hat einen Vorschlag gemacht, als Rache, dass ich, Serendipity, Kyrion, wie auch immer, meine liebe Frau. So darf ich, da darf ich Frau sagen, oder? Ausnahmsweise. Getötet habe in der Folge, vor 3 Folgen muss das gewesen sein. Aha, du hast ein Boot. Hast du kein Bootchen? Nein, ich sauf da mal kurz ab. Soll ich dich mit in mein Bötchen nehmen? Ja, das geht ja nicht. Warte eigentlich. Was war denn das? Oh, ich bin gegen dich gefahren und... Ja. Mein Ding ist... Hart wie Stahl, Baby. Verstehst du? Am Arsch die Waldfee. By the way, ne, Leute, ich nehme heute das allererste Mal mit auf. Ups. Und eventuell wird sich der Herr Minjas dazu herablassen und mein Bild mal mit einblenden. Ja. Aber das können wir nicht versprechen. Wir machen das nur, wenn irgendwelche schwierigen Situationen entstehen. Wenn ich ihn erschlage und er zeigen will, wie ich ihn erschlage. So ungefähr. Also wenn irgendwas entsteht, irgendwelche Situationen, die sehenswert wären, dann werde ich das mit reinschneiden. So für den normalen täglichen Produktion ist das zu aufwendig. Vielleicht. Hier ist ein Boot. Hier, Boot. Bitte. Ich habe selber ein Boot, danke. Toll, jetzt hast du noch eins. Ja, vielleicht, wenn ich mal an meiner Dingsfalle weiterbaue. Genau, wenn wir mal irgendwie gemeinsam was buddeln und dann kann man mal auf sie umblenden. Dann seht ihr das mal. Vielleicht haben wir ja auch Glück und wir finden irgendwann mal einen Skelett-Spawner. Dann dürft ihr live dabei zugucken, wie ich den Spawner umbaue. Also, wie ich eine Falle drumherum baue. Ja. Aber oder, vielleicht kriege ich das machen ja mal eine Kyrion-Special-Folge. Wo sie eine Falle erklärt oder ähnliches. Mal gucken. Die das Möglichkeiten sind mannigfaltig. Ich lade meinen Kanal hoch. Dafür habe ich ihn ja. Können wir auch mal an. Ich kann auch bei mir präsentieren. Wenn es nicht im Rahmen des Minecraft-Gestanden-Projektes ist. Nee, das ist dann mein eigenes Projekt. Übrigens, heute klingt der Ton wieder gut und ich hoffe, dass der Server hier. Die Hütte ist hinter uns, das sehe ich richtig? Die Hütte ist links von uns. Links von uns, das heißt, wir sind rechts rüber. Wir suchen ja immer noch nach einem Biom. Einem Dschungelbiom. Dschungelbiom, vorzugsweise auch eine Tonwüste oder wie sich das nennt. Oh, mein Boot ist kaputt. Das ging schnell. Okay. Ich habe ein Ersatzboot auf Tasche. Ich glaube, hier an dieser Insel waren wir schon mal. Hier ist zumindest ein Holzstück oder der Stamm von meinem Boot. Ich werde mir auch mal ein Ersatzboot zimmern, weil das geht mir irgendwie zu schnell, dass man hier stirbt. So, machen wir 4 Boote. Ah. Na, 5, egal. Also ich glaube nicht, dass wir hier schon waren, weil ich habe nämlich ich hatte einen Holzklotz dort stehen sehen, und aber der war wahrscheinlich vor meinem Boot, was jetzt gerade kaputt gegangen ist. Wo bist du hin? Wo hast du den denn stehen sehen? Wo bist du jetzt ausgefahren. Hin? Okay. Ich bin weitergefahren. Sehe dich nicht. Ich fahre jetzt einfach mal in die Richtung, wo ich es vermute. Mach die Augen auf. Da bist du. Da sehe ich dich am Horizont. Ich sehe da irgendwas am Strand stehen, ich habe Angst. Ein kleiner Punkt, hier ist eine Mücke drin. Jetzt kommen schon die ersten Viecher, na vielen Dank. Ja, hier war vorhin eine Fliege drin, die Balkon hier war offen. Oh, 2 Hexen. Haben wir Pfeile? Wir haben Pfeile. Wir haben Pfeile? Warte, ich schieße jetzt aus dem Bootchen raus. Kannst du aus dem Boot rausschießen? Gott. Zombies! Zombies? Ach, da sind die Hexen und da kommen Zombies an. Wer hat dich beschossen? Wow! Warte. So, oh, das Boot treibt ab. Sitze ich noch im Boot? Nee, nein, mein Boot nein. Verreck, du Luder, echt. So, kaputt ist es. Dreckstück. Soll ich die, kann ich die Boot Hexen erschlagen oder ist das, funktioniert das nicht? Die vergiften dich. Okay. Die schmeißen dich mit Dings. Au. Da haben wir's. Was, mit was? Jetzt verreckst du nämlich auf ein halbes Herz runter. Nein, die haben mich nicht getroffen. Aber mich. Nein.
Echt? Soll ich kommen? Warte, ja, ich helfe dir. Schlimm. Nein, 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 das ist nicht schlimm. Ich greife dich an. Das ist mir egal. Für dich sterbe ich. Nein. Frau. Doch, ich, für dich sterbe ich. Geh doch mal fort. Kaputt. Und was ist jetzt? Au, du schießt auf mich. Tut mir leid, Waffe versehen. Ja, ja, ja. Da kommt Creeper. Creepy, creepy. Creepy, creepy. Da ist doch schon was explodiert. Oh, Frau, kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich Pflaster anlegen oder sowas? Nee, ich habe was gegessen. Ich habe jetzt noch 2 Herzen. Okay, wir müssen ein bisschen warten, bis du wieder... Da waren noch 2 Hexen. Wo sind die? Wo sind die? Da ist die, die da hinterm Baum hat sich versteckt. Die glaubt, die kann sich verstecken, aber hier nicht. Ich sehe sie. Hexe tötet Hexe, ich sag's dir. Oh, oh. Ja, Hexe tötet... Gut, du lenkst ab und ich greife von hinten an. Nee, 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 die vergiftet dich. Egal. Ach, du dummes Stück. Für dich sterbe ich. Ja, ja. Ich kann nicht mehr schießen. Ich habe, glaube ich, nichts mehr zum Schießen. Dann lenkst du ab. Mir sind die Dings ausgegangen. Die Pfeile, ja. So, kaputt. Was hat sie gedroppt? Gar nichts. Also habe ich irgendwas, warte mal, ich habe Glowstone-Staub und eine Glasflasche habe ich. Ja, super, schön festhalten. Ein Pfeil hätte ich übrigens noch anzubieten. Ah, Schwarzpulver. Nee, tut so, mir ist leid. Das mein Bildchen oder dein Bildchen, was da... Das ist, glaube ich, mir, da bin ich abgesprungen. Willst du es haben? Ich überlasse es dir. Ich habe noch eins, ich habe, wie gesagt, ich habe noch eins auf Tasche. Braune Wolle, ich habe auch noch eins. Tasche. Na gut, dann hole ich mir das. Ich würde aber sagen, wir sind hier in einer Dings, wie heißt denn das? Lagune oder wie sich das nennt? Mhm. In einer Bucht. Soll ich sie abbauen an meinem Boot? Nö, du kannst das rausschubsen. Aus der Bucht. So, ich hab's. Wo bist du? Da. Ja. Du musst immer die Richtung angeben. Ja. Musst du nicht, aber sowieso. Es wäre natürlich äußerst... Sowieso. Hallo? Hallöchen. Ich habe Durst. Das war jetzt ein Insider. Ja. Ja. Oh Gott. Ja, genau. Oh Gott. Richtig, ich hab Durst. Ich hab Durst. Ich hab Durst. Da. Wo lang? Frau! Keine Ahnung. Verlass mich nicht. Also jetzt schwimmen wir wieder Richtung Hütte. Ja, wir können auch laufen über die Insel. Wir müssen ja nicht mit dem Boot fahren. Also lass uns von der Insel, von unserer Hütte weg. Bötchen fahren ist doch so lustig. Eine Bootsfahrt ist lustig. Nein, nein, nein. Wenn du noch ein bisschen leiser redest. Eben warst du so schön laut und so das dynamisch. Das war die falsche Melodie. Aber ach so, wenn deswegen singe, hast du leise. Dann singe ich doch nicht laut. Sonst kriegen die alle Blut, Ohrblut. Und kriegen es noch Leute mit. Ja, ist so. Nicht Blutkrebs hier. Blutkrebs, genau. Blutkrebs kriegen sie nicht, aber Ohrenkrebs. Nee. Ohrenkrebs wollte ich eigentlich sagen. Da kommen die Zombies auf dich zu. Warte mal, mein Boot ist kaputt. Ich muss mal ganz wo kurz... Wo kommen Zombies? Die müssen noch verbrennen. Wo denn? Ach, nee, da. Die sind hier im Wasser. Lass es schwimmen. Ja. Komm her, du. Du hast noch ein Schwert. Niemand tötet Kyrian außer ich. Ach, was? Dein Schwert hinterlässt er nicht, oder was? Nee, nicht immer. Die sammeln übrigens auch deine Sachen ein, ne? Wie? Ja, ich habe doch letztens in der Folge erzählt, dass ich hier so einen Sterbemarathon hinter mir hatte. Wie kriege ich mein Boot abgebaut? Und soll ich es dir abbauen? Nee, ich sauf gerade erstmal ab. Doch, jetzt habe ich es, glaube ich, abgebaut. Nee, ich habe es nicht abgebaut. Ich habe es abgebaut. Ich kann es gar nicht abbauen, oder? Wie denn? Siehst du es noch? Weil ich habe deins jetzt abgebaut. Nee, ich sehe es nicht. Ja, weil ich es abgebaut habe. Kannst du es ganz abbauen oder zerfällt ja. es dann? Nee, nee, es zerfällt nicht. Einfach zerschlagen. Oh, okay. Ich habe jetzt 4 Boote dabei, eins habe ich ja zerstört. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Weiß ich nicht. Ich habe Faden verloren. Ach doch, ich habe doch erzählt, wo ich diesen Sterbemarathon hinter mir hatte. Ja. Bist du hinter mir? Wo ich offline, ja, wo ich offline gespielt habe. Ich verfolge dich mal. Du gibst und, die Richtung vor. Ja. Und da habe ich halt alle meine Sachen verloren, ja. Mhm. Ich musste dann erstmal ein paar Zombies killen, um überhaupt meinen ganzen Kram wiederzubekommen. Okay. Ich hätte dann plötzlich meine Ofenkartoffeln in der Hand. Ach so, die haben praktisch den Kram eingesammelt. Ja, ja, sag ich ja. In welche Richtung müssen wir? Ja, weiß ich nicht. Wir bist du jetzt hin? Du schaust doch noch eben neben mir. Ach, da bist du noch rechts abgehauen. Hältst an, um anzutäuschen. Da ist du, links geblinkt, rechts abgebogen. Ja, wie das so ist mit einer Rechts-Links-Schwäche, ne? So, Vorsicht, hier geht's tief runter.
Ist mir egal. Ich hab Knöchel aus Stahl, Baby. Mhm. Mhm. Wir haben jetzt schon mehrere Folgen, sind wir hier auf dem Suchen nach irgendwelchen Biomen. Kann ja eigentlich auch nicht sein, wa? Ja, warum denn nicht? Das stimmt. Ist doch mal was anderes. Ich meine, Hütte übrigens bauen kriegen wir eh nicht hin. Als Info vielleicht an dieser Stelle. Ich spiele derzeit in der 175. Es gibt mittlerweile eine Preview. Wow, das war eine Mega-Lag. Eine Preview-Version von Optifine. Was gibt's da Neues? Ich habe mich gar nicht so schlau gemacht. Nicht hoch. Sollen wir außenrum oder willst du dich hochbuddeln oder wie sieht's aus? Ich habe irgendwie voll. Was? Mir wird schlecht, wenn ich hier versuche, hochzuspringen. Ich habe irgendwie Kreislaufprobleme. Das haben einige. Ich habe einen Abonnenten, der sagt, er hat Motion Sickness, also Bewegung, und gerade bei Minecraft kann er nicht zugucken. Geht nicht. Würde er gern zugucken, aber geht nicht. Ja, bitte? Nee, ich habe, glaube ich, einfach nur Kreislaufprobleme. Und Rücken, Füße. Rücken habe ich auch und Füße auch. Und Zehen, stell dir Zehen. Vor. Ganze Zehen an den Füßen? Ja, und 10 Finger, beziehungsweise 8 Finger, 2 Daumen. Mhm. Mann, wir müssen noch mal hier irgendwas. Jetzt haben wir Hexen in dieser Folge erlebt. Aua. Hundis. Hundis, jawohl. Aber die hatten wir schon. Und ich sag dir, ich bin hier tagelang durch das Gestrüpp gelaufen und habe keinen vermaledeiten, ne? Wir hat eine Abonnentin in den Kommentaren drunter geschrieben, Kinder, haltet euch die Ohren zu. Ja, Kyren ist on the way. Habe ich das nicht auch gesagt? Das weiß ich nicht. So, geh mal aus dem Weg. Das kann auch sein, dass du das gesagt hast. Was machst denn du? Nee, es hat aber auch einer drunter geschrieben. Wozu hier, guck mal, siehst du das Wasser nicht? Ja, doch, aber warum? Bei mir steht das Wasser. Nee, es fließt hier runter. Aber hier steht das Wasser. Jetzt fließt es an beiden Seiten runter. Ja. Ja, es war so eine Kante, das habe ich gesehen, aber das ist ja bei Minecraft öfters mal. Ja, habe ich Blumen, die Kante. Lila Blumen. Habe ich schon eingesammelt. Ich finde den Texture Pack so schön, das ist echt schön gezeichnet. Ach nee, was ist das schön hier? Sphex Pure PD Craft. Richtig, und hier, Alter, ne? Pack den Link mal in deine Description Box. Mit dem Texture Pack, gell, wird immer wieder gefragt. Ja, echt. Und ich dachte, das wäre sowas wie Honeyballs Texture Pack hier, dieses. Sechs. Vielleicht liest ja auch mal jemand und schreibt sich jemand in die Kommentare. Egal. Auch viele Abonnenten beantworten sich die Fragen schon gegenseitig. Also ja, eben. Das finde ich ja auch super. Aber ich meine, egal. Es werden so viele Fragen so oft gestellt. Meinst du, wir überlasten den Server schon wieder in dieser Folge? Ich habe keine Ahnung. Was kriegen wir hier bald schon wieder Hunde? Ja, wir sind ja auch in einem Waldgebiet. Kriegen schlechte Kommentare, weil wir hier immer nur rumhüpfen. Mir juckt die Nase. Hm. Was gibt's da? Was war, wenn ja, sie juckt? War doch irgendwas. Schlechtes gibt's Wetter? Geld? Nee, Quatsch, keine Ahnung. Gibt's Geld? Ach, Mist. Warte, ich bin für Geld. Da. Ja. Kratze dich mit der Nase jetzt an dem Stein hier? Ja. Nee, keine Ahnung. Ja, aber für Geld wäre ich auch, dann könnte ich shoppen gehen. Shoppen ja. Ist immer toll. Shoppen. Shoppen, Schuhe. Stoff. Ich würde Stoff shoppen gehen. Stoff zum Nähen. Richtig. Vorsicht. Ja, tief. Ich würd Jersey kaufen. Jersey. Oh, ein Wüstenbiom. Ah, super. Ah, links, guck mal, links ist ein Savanne. Ja, habe ich schon gefunden. Aber ich noch nicht, ich habe das noch nie gesehen. Savanne ist hinter uns. Da können wir mal ein paar Bäume fällen. Also das ist dann das Holz. Wenn du das fällst, ist übrigens dann das rote Holz. In der Savanne, oder wie? Ja, also das heißen die Akazienbäume, keine Ahnung, wie sich diese Bäume nennen. Aber das ist doch versetzt draufge. Ja, die wachsen es klemmt so. Nebendran, okay. Ja, die wachsen ja so schräg. Ah. Ich kann aber mal, ich hätte da so voll die Idee, ich habe ja schon bei uns bei unserem eigenen Server, habe ich ja schon diese Kakteenfarm von Pande nachgebaut. Ja. Und habt ihr ja noch so ein bisschen. Sollen wir jetzt warten, bis das hier decayed ist, um diese Setzlinge mitzunehmen? Jo, bitte. Und okay, dann hack ich auch mal einen weg. Ich könnte jetzt Kakteen einsammeln und eine Kakteenfarm bauen. Hier jetzt? Nein. Du meinst jetzt grundsätzlich dann bei unserer Hütte. Bei uns. Oh, hier kam irgendwie gerade ein Geräusch von wegen Höhle. Ja, das macht nichts. Oh, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ich muss mal irgendwas. Ich habe so viele Boote.
Glowstone-Staub. Schwarzholzbretter, die kann ich stapeln. Braune Wolle kann ich hier lassen. Glas kann ich hier lassen, oder? Quatsch. Die brauche ich nicht. Die Weizenkörner werde ich weglassen. Die weiße Wolle hebe ich mal auf. Ich bin abgestürzt. Was, wo? Ich habe Internal Exception, Java, IO, Blinkstar, ich eine auch. Freie Verbindung. Der Server ist gecrashed. Nein! Wir haben den Server kaputt gemacht. Der ist die ganze Zeit schon so schwierig gelaufen. Ja, das war's damit gestrandet. Wenn euch die Reihe gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Nein, Quatsch. Es ist zumindest die Folge zu Ende und irgendwie ist gerade der Surfer irgendwie unter unserem... Also wenn wir beide den Absturz haben, kann es ja nicht an uns liegen, an unseren Clients. Ich bin Absturz. Wir sehen uns dann zum nächsten Teil vom... Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ich wollte die Folge abmoderieren. Achso, Entschuldigung, ich muss wegschneiden, weil bei mir sieht man, glaube ich, die... Das ist doch völlig egal. Wir beenden jetzt erstmal die Folge, Frau. Bitte lass mich doch nicht immer dazwischen Ich habe Frau gesagt, schwierig, 50 Cent. Ja, das macht jetzt schon 2 Euro. Ja, denke auch. Aber jetzt wird es teurer, oder wie? Ja, hallo, ich muss ja irgendwie zu Geld verstehe. Kommen. Ich verdiene ja nichts. Mit diesem schönen Java Exception Gedöns Handler Timeout Read verabschieden wir uns aus der Folge und sehen uns dann morgen wieder zu Minecraft gestrandet. Macht's gut. Tschüss.